Hallo, ich bin Shilan und komme aus Syrien. Momentan studiere ich an der Universität Erfurt Erziehungswissenschaften und Sozialwissenschaften schon im letzten Semester. Im Sommer habe ich auch eines der Reisestipendien von der Schwarzkopf-Stiftung bekommen und habe ich mich darüber sehr gefreut. Meine Aufgabenstellung war es, ein Video zu einem bestimmten Thema zu dokumentieren. Ich habe mich damals für das Thema, wie Kinder in Europa ihre Zukunft sehen, entschieden. Mir war zudem nicht bewusst, wie schön Europa ist und wie viel es hier zu entdecken gibt. Ich habe Reisende aus der ganzen Welt kennengelernt, die gerade Europa erkunden. Ich wollte aber auch immer Universitäten besuchen und direkt mit Studenten und Professoren Kontakt knüpfen. Da man an der Universität ja viele Menschen kennenlernen kann und aber auch über das Thema der Zukunft Europas sprechen kann. Ich habe Europa kennengelernt, den Kontinent, auf dem ich lebe. Ich habe Kultur und Vielfalt erlebt. Ich konnte auch neue Orte, nette Menschen kennenlernen und ehrlich gesagt wurde ich von Europa überrascht. Meine Tour verlief durch Österreich, Schweiz und Italien. Insgesamt habe ich 7 Städte besucht und war ich 20 Tage unterwegs. Salzburg war für mich sehr besonders, da ich auch das Lesewohnzimmer dort besucht habe. Das ist, das war also eigentlich von 18. bis zum 21. August 2020 und wandelte sich der Salzburger Mozartplatz zur gemütlichen Leseecke. Mehr als 3000 Bücher aus dem aktuellen Programm, verschiedenste Partnerverlage lieden zum Schmückern ein. Und ich habe auf jeden Fall auch gefilmt. Ich werde auch euch, mit euch sozusagen mitteilen. Das war sehr besonders für mich, da ich auch sehr viele Bücher also gesehen habe und viele Menschen auch dort getroffen. Und genau, das war für mich sehr wichtig, dass ich auch gesehen habe, wie die Kinder auch die Bücher gelesen haben, stundenlang. Ihr wird auch jetzt... Das ist unser Auftrag und wir müssen schneller handeln, als wir in der Vergangenheit gehandelt haben. Und was hat Lesen damit zu tun? Lesen ist Entwicklung im Kopf. Lesen bedeutet eine Chance, sich zu bereichern, seine Gedankenwelt zu bereichern, bedeutet eine Chance, neue Dinge zu entdecken und tiefer in die Materie einzusteigen. Und gerade das Buch, lieber Herr Koppitz, das Sie uns heute dann vorstellen, ist der ein gutes Beispiel dafür, dass wir allen Menschen nahelegen können. Ein Buch dafür, um den Horizont zu erweitern, um dann auch nicht nur sozusagen chillig im Lesestuhl zu verharren, sondern auch mit dem Auftrag dann etwas zu tun, etwas gemeinsam zu tun. Lesen ist etwas, wo man ganz alleine es genießt, aber für mich war dann Lesen schon als junger Schüler und Student war es für mich dann immer ein Auftrag, auch etwas zu tun. Also es nicht beim Lesen bleiben zu lassen, sondern etwas zu tun und etwas gemeinsam zu tun. Und was ihr jetzt gemacht habt, ist genau das, nämlich Lesen aus dem reinen Erlebnis eines Einzelnen, ein Gesamtes, ein Erlebnis im öffentlichen Raum zu machen. Und diese Chance hier, von Stadtlesen, dass einfach Menschen zusammenkommen, ohne es vorher geplant zu haben, einzusteigen in Bücher, aber auch einzusteigen in Dialoge, gemeinsam hier am Platz einzusteigen in Themen, in Inhalte, wie dem Buch von Herrn Koppitz, das jetzt dann vorgestellt wird. Das ist die große Chance, die ihr damit gewährleistet und ihr
organisiert hat. Ein großes Dankeschön dafür. Ich finde das eine fantastische Initiative und ich bin sehr, sehr glücklich, dass nach 2 Jahren Pandemie sozusagen, wo das Stadtlesen nicht oder nur kaum stattgefunden hat, dass das jetzt wieder in ganz Österreich und dann auch in Deutschland stattfindet. Und ich freue mich sehr, dass in Salzburg wir sozusagen die Homebase auch von Stadtlesen sein können. Ein großes Dankeschön an Sie und Ihr Team, dass das wieder möglich wurde. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen spannenden und auch trotzdem chilligen Leseabend. Dankeschön. Ja, ein herzliches Dankeschön für diese flammende Rede in Sachen Buch, aber auch in Sachen Klima. Ich glaube, es ist notwendig. Für die Stadt Salzburg kommt Sebastian Lankesper zu uns herauf und wird ein bisschen etwas aus der Sicht der Stadt sagen. Bitte schön. Ja, liebe Lesebegeisterte hier in unserer wunderschönen Stadt Salzburg, auch im Namen der Stadt möchte ich Sie auf das Herzlichste hier am Mozartplatz, unweit eben auch der Kulturabteilung der Stadt Salzburg, die sich hier gleich hinter uns am Mozartplatz 5 befindet, Kultur, Bildung und Wissen. Und wie ich meine, Lesen ist sowohl Kultur, ist Wissen, ist Bildung und vernetzt alles mit zusammen. Und Lesen ist auch, um auch das, und darum finde ich auch, dass Stadtlesen ein so wichtiges Projekt auch ist, das wir hier in der Stadt Salzburg haben und auch wie wieder ausgewählt sind, ein Zugang zu Bildung, ein Zugang zu Arbeit, eine ganz, ganz wesentliche Kulturtechnik, ein wesentlicher Kompetenzbereich auch im Schulsystem Österreich, in Europa. Und Stadtlesen pflegt hier diesen unterschwelligen, diesen niederschwelligen, so muss ich sagen, Zugang zu Lesen, eben das eben zu vermitteln und eben auch die haptische Begegnung mit einem Buch eben auch zu nutzen. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, nebst den verschiedensten Altersgruppen, die heute auch hier bei uns in der Stadt Salzburg sind, dass sie eben diese Möglichkeit haben, um eben auch mit einem Buch in Verbindung zu kommen. Und es freut uns ganz, ganz besonders. Und ich bin auch schon heute auf den Abend gespannt auf dieses Thema, was uns auch heute noch näher gebracht wird. Und ich wünsche uns allen hier einen spannenden Leseabend. Dankeschön und danke für die Einladung. Ja, ein Dankeschön auch an den Vertreter der Stadt und an die Stadt ganz insgesamt. Und nun darf ich den Vertreter der Salzburg. Interrail Europa bedeutet für mich, mit dem Zug zu reisen. Und es ist eine der besten Möglichkeiten, also Europa zu entdecken. Ich habe wirklich echte Abenteuer erlebt. Ich habe ganz neue Erfahrungen gelernt. Ich habe fast die ganze Sehenswürdigkeiten in Salzburg besucht, aber auch in Wien und in Schweiz und viele Interrailer unterwegs getroffen, die mir durch meine Reise bereits bei ihrem Trip von der kulturellen Vielfalt und unentdeckten Ecken Europas berichteten. Aus diesem Grund habe ich mir vorgenommen, dass ich immer in nahegelegene Länder mit dem Zug reisen werde. Und wir hören immer aber auch, wie immer mehr Menschen setzen sich für Nachhaltigkeit ein. Wir kaufen aber auch regional und bio. Wir versuchen, Plastik zu vermeiden, wo immer es möglich ist. Wir versuchen aber auch, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren, ernähren uns vegan und viele von uns gehen sogar freitags auf die Straße, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Doch beim Fliegen ändert das Umweltbewusstsein häufig, denn leider auf den wohlverdienten Jahresurlaub möchte niemand verzichten. Nicht selten ernten wir für diese Entscheidung heftige Kritik.
Und das ist auch der Grund dafür, warum ich jetzt sehr vom Interrail-Ticket überzeugt bin und sehr dankbar dafür bin. Dass die Schwarzkopf-Stiftung mir diese tolle Möglichkeit gegeben haben. Meine Interrail-Erfahrung war ja auf jeden Fall durchweg positiv, weil das Reisen sehr einfach und erlebensreich war. Und im Prinzip läuft es so ab, dass ich einfach den Zug auswählen konnte, einfach einsteigen könnte und innerhalb von ein paar Stunden in einer anderen Stadt bzw. einem anderen Land sein. Und jetzt zurück zu meiner Fragestellung. Also es ist jetzt 2023 und wir alle stellen uns immer die gleiche Frage, was nun, wie kann die Zukunft der Kinder oder Jugendlichen in Europa sehen. In den letzten 3 Jahren hatte Europa enorme Aufgaben zu meistern. Die Menschen auf unserem vielfältigen Kontinent hatten mit Überschwemmungen, Waldbränden, wirtschaftlichem Niedergang oder Menschenverletzungen zu kämpfen, die Existenzgrundlage und das Leben vieler waren bedroht. Wir alle mussten die weltweite Pandemie überstehen. Sie hat auch uns gezeigt, wie anfällig unsere volkswirtschaftlichen und unsere Gesundheitswesen sein können und wie wichtig es ist, sich gegenseitig zu schützen und zu unterstützen, dass wir geeint sind, ist wichtiger denn je. So wünschen sich die Schülerinnen und Schüler vor allem, dass die Europäische Union in Zukunft noch flexibler agieren kann und durch enge wirtschaftliche und politische Kooperation weiterhin eine führende Rolle in der Weltpolitik einnimmt. Auch beim Thema Klimaschutz und Bildung hoffen die Jugendlichen auf eine enge Zusammenarbeit innerhalb der Europäischen Union, damit innovative Ansätze gefördert werden können.
Through the highways, till my shadow turns to sun rays.